Hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. So, meine Lieben, heute habe ich ein ganz profanes Ziel. Ups, erstmal das Spiel überhaupt laufen lassen. Und zwar möchte ich einfach nur diese Mauer hier. Die möchte ich erstmal, ja, die möchte ich gemacht sehen. Da möchte ich, dass da was passiert. Und die werden wir auch gleich mal einteilen. Na? Denn die Angriffe werden ja nicht wirklich weniger. Kann man ja jetzt nicht sagen. Ne? Mal schauen, wir haben hier... Was habe ich hier mal? Drei dazwischen. Ne? Drei und dann habe ich das gebaut. Okay. So, dann machen wir hier einmal... Ja, ich würde sagen, wir machen das bis hier. Den könnte schon mal weghauen, weil... Aus Granit bitte. Dahin. So, dann. Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Puh, was ist das hier? Das ist alles Granit, ne? Ne, das ist Marmor. Gut, das werden wir auch abhauen. Das werden wir alles abbauen. Abbauen hier. Jawohl, alles weg. Und damit es auch, ne, sicher ist und uns da nicht irgendwas auf den Kopf fällt. Machen wir auch gleich klar, dass das eine Zone sein soll ohne Dach. Das werden wir nachher wieder wegnehmen. Nur, dass uns da jetzt nicht irgendwie... Na, ihr wisst schon. Ich mit meinem Glück fällt mir immer irgendwas auf den Kopf. Den Sandstein, den nehmen wir auch weg. Das können wir auch noch abbauen. Weil hier irgendwo müssen wir dann ja auch irgendwann mal das Schiff bauen. Das Raumschiff. Und naja, zunächst einmal müssen wir jetzt zusehen, dass unsere kleine Siedlung, die wir hier haben, sicher ist. Möglichst sicher. Wir haben... Oh, was macht ihr denn hier? Ihr also wirklich. Ja. Na, wir haben nur noch 6 Manneken und die müssen auf jeden Fall überleben. Das ist super wichtig. Solange wir noch nicht in der Lage sind... uns anderweitig irgendwo zu bedienen. Ja, Sklavenhändler kommen ja so häufig nicht vorbei. Okay. Hier haben wir auch alle Dächer, hoffe ich, runter. Ne? Ja. Wo sollen die auch noch gestützt werden? Wunderbar. Dann könnt ihr das Ganze mal bitte reintragen und dann bauen wir noch den Boden ab. Befehle, Oberflächen, nein, nicht glätten, sondern einfach mal den Boden entfernen. Ich glaube, das ist dann schon alles, ne? So. Wie viel Wert sind wir hier? Bei 35% Kaffee. Hier werden wir die restlichen, ich habe mir das überlegt, wir werden die restlichen 4 Felder werden wir auch noch ausbauen. Wir werden also auch die hier so als Gewächshaus installieren, damit wir da Ruhe haben. Na? So, gut. So, dann weiter geht's mit unseren Strukturen. Wände. Mal schauen, das. Dann, da haben wir schon eine Wand, dann wird es hier freigelassen. Zack. Wo ich dann die Tür reinsetze, ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt keine Gedanken zu. Damit befasse ich mich so. Sobald... Und sobald hier erstmal alles steht...
So, dann brauchen wir die Embrasures. Einmal da. Da und da. Okay. Na, was da? Oh, ja, eine Karawane werde ich mit Sicherheit nicht rausschicken. Was habe ich denn hier schon wieder verbrauchen? Also mal schauen, das wird da, dann haben wir hier da, da. 1, 2, 3, dann müssten wir jetzt hier. Hier muss ich. Ja, die Embrasure, dann hier. Ah! Wir müssen warten. Warum haben wir denn hier so viel Wasser? Wir werden die Sache mit dem Forschen mal einstellen. Also anders einstellen. Karawanen interessieren mich im Moment überhaupt nicht. Okay. Vorratskapseln. Pause. Schauen. Ist das was für uns? Was haben wir denn? Mais. Ach Gott, ja, also ist da, bevor der schlecht wird, pfeifen wir uns den rein, ne? Würde ich sagen. Platz genug haben wir ja jetzt und ja, wir sind mitten im Winter, also ist schon okay. Ja. So. Sehr schön. Oh, wir haben hier verdammt viel Fläche, die wir dringendst, wirklich absolut dringendst mal trockenlegen müssten. Dafür brauchen wir aber die entsprechende Technologie. Und die haben wir einfach noch nichts. Bionics, mein Gott, was ich alles entwickeln könnte. Vitalmonitore sind auch wichtig, wenn man krank ist. Ein ordentliches Krankenbett. Hier, Grundlagen der Mikroelektronik. Die sind ganz, ganz wichtig. Forschung. Es ist mir egal, wer forscht. Es soll nur geforscht werden. Ja? So. Ich meine, hier ist das ist auch wichtig, aber wir brauchen endlich die Mikroelektronik. Okay, hier kriegen wir noch nichts hin. Hier kann ich schon mal die. Embrasure, okay. Okay. Gut, nee, Nicole macht kümmert sich ist nicht am Forschen, die macht Steine. Die sind ja jetzt auch wichtig, keine Frage. Aber noch viel wichtiger wäre es mir, dass jetzt irgendwer auch forscht. Macht das Sakura forscht, das ist sehr gut. Weil Sakura ist, soweit ich weiß, auch noch wirklich gut. Naja, also. Es gibt bessere, aber es ist wurscht. Ich habe ja gesagt, Hauptsache es wird überhaupt geforscht, damit wir hier mal endlich die Grundlagen der Elektronik hinbekommen. Weil dann können wir irgendwann auch anfangen, endlich hier mal, ne, alles das, was hier im Moment uns überschwemmt, mal trocken zu legen. Die ganzen kleinen
kleinen Seen hier. Das geht. Das dauert ein bisschen, ja, aber das geht. So, und nein, du sollst jetzt hier nicht alles draußen reinigen, du Depp. Das ist überhaupt nicht nötig. So, zack. Und auch das hier muss nicht gereinigt werden. So. Ja. Absolut nicht notwendig. So. Gut. So, dann hier noch schnell alles hinbauen. So wie ich es gerne hätte. So. Und dann noch hier oben dicht machen. Es reicht mir vollkommen, wenn das erstmal hier dicht ist. Gut. Wir müssen was wieder anbauen und setzen. Was haben wir denn hier? Diese Scheiße hier. Entschuldigt, aber mich nervt das. Ich will das hier hin haben. Ich will das genau hier hin haben. Ich will jetzt nicht hier irgendwie eine Delle reinbauen oder sowas. Ich möchte, dass das in einem durchgebaut wird. So. Warum forscht Sakura nicht? Was macht Sakura denn? Macht ein Päuschen, ist okay. Hier müssen wir auch mal Licht reinbauen, ne? Ah, Rissa ist jetzt am Forschen. Also es wird geforscht, das ist schon mal wichtig. Rissa ist auch gut da drin. Das macht das so soll sein. Ja, mal gucken. Ganz schön mühselig. Dann bau doch so lange hier mal die Wand hin. Und die Tür machen wir da rein. So. Sperrt euch nur wieder nicht wieder selber ein. Schon mal froh, dass soweit alle gesund sind, dass niemand verletzt ist, dass keiner Malaria hat oder Flickenleder. Ja. Schaff das mal rein. Oder sonst irgend so ein Mist. Es wird sogar sauber gemacht. Nee, Erik kümmert sich nur um die Blumen. Was heißt nur? Ist auch wichtig. Ja? So.
62 Bauteile. Das ist schon mal ordentlich. Aber überall genügend Saft drauf. Auch das sieht gut aus. Dann können wir mal eine ausschalten. Und machen hier mal die Wand dicht. Das kann weggetragen werden. So, Stahl haben wir genug, Bauteile haben wir genug. Strom sieht eigentlich auch gut aus. Wärmetechnisch. Also da, wo wir uns aufhalten, wo wir leben, wo wir essen, schlafen und so weiter, ist es auch überall warm. Hier ist jetzt nicht so schön, da werden wir aber jetzt Abhilfe schaffen. Und zwar bauen wir hier noch... hier. So. Bauen wir noch einen Filter ein und dann bauen wir erstmal Strom. So. So, so und so. Müsste relativ fix erledigt sein. Na komm her. Jetzt kommt wieder Scheißwasser. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe gepennt. Beziehungsweise, das ist alles gefroren, ne? Wir müssen halt warten, bis es wärmer wird. Und wir haben wieder Junge bekommen. Okay. Nein. Das nicht, das andere schon. So. Moment. Heimatgebiet ist okay. Jetzt muss ich hier gucken, was brauche ich denn? Ich brauche erstmal Wände, ne? Okay. Ja, wir warten auf die Forschung. Risa forscht, das ist toll. Aber es dauert halt, ne? Da können wir... Leider Gottes kann ich da gar nichts machen. Ich meine, einen zweiten Tisch könnte ich natürlich hinstellen. Die Frage ist nur bei sechs Personen, die ja auch noch eine ganze andere Menge andere Aufgaben haben, wie sinnvoll ist das? Ne? Ich halte das für relativ blödsinnig, weil wir müssen natürlich auch... Ich muss halt zusehen, dass ich irgendwo den Rest auch so ein bisschen entwickle und aufbaue. Und deswegen macht das erstmal keinen Sinn. Was anderes könnte Sinn machen. Und zwar, wir haben ja hier unsere Anbauzone. So, warte mal, was haben wir hier? Hier haben wir Rauchblatt. Ja, Medizin... könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Da müssen wir natürlich auch mal was Echtes zum, ne, zum Essen anbauen. Könnten Strukturen, wir nehmen da wieder Marmor. So. Vielleicht mache ich hier eine Tür rein, verlängere das Ganze hier. So, also es kommt hier eine Tür rein. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Stahl. Hier rein. Die hier reiße ich mal ab. So, und hier kommt auch eine Tür rein.
Ja. Gut. So, dann haben wir hier den zentralen Eingang sozusagen und von da aus können wir dann entweder nach links oder nach rechts in die entsprechende Kammer rein. Ja? So, und dann bauen wir hier. Das ist, glaube ich, nur 2, 4, 6, 8 hoch, ne? Also müssen wir 9 hochgehen. Dann einmal hier rüber. Hier runter und dahin. Was haben wir jetzt? Okay, Per ist nicht mehr inspiriert. Das ist schade. So, dann werden wir diese Anbauzone erweitern. Und dann werden wir diese Anbauzone verkleinern, weil wir wollen ja hier nichts anbauen. So. Dann haben wir hier schon Rauchblatt. Rauchblatt will ich aber jetzt hier nicht anbauen, sondern erstmal Heilwurzel. Na? So. Dann brauche ich am Boden. An Böden. Ja, wir machen hier wieder ganz einfachen. Was habe ich denn hier für einen Boden genommen? Moment, ich muss mal schauen. Ach man, so. An Bahnbord habe ich da genommen. Dann würde ich sagen, machen wir das da auch wieder hin. Ja, Bahnbord. Einmal da, einmal da. So. Und der Rest wird dann eh Anbaufläche. Na, kriegen wir das heute noch hin in dieser Folge? Ich bin ja nicht so sicher, dass wir das noch schaffen. Okay, geht noch nicht. Okay. Dann brauche ich Strom. Wir wollen das ja hier anschließen. So. Einmal so. Einmal so und einmal so. Ja. Das geht fix. Sehr schön. Dann brauche ich für die Temperatur eine Heizung. Einmal da. Und einmal da. Und dann brauche ich Licht. War das hier? Ja, nicht die künstliche Sonne. Mit der künstlichen Sonne kann man das natürlich auch machen. Dann werden die Felder nur viel größer und die künstliche Sonne braucht aber so viel mehr an Licht, dass also ich persönlich das für übertrieben halte. Deswegen nehme ich hier dieses Sunlight-Licht, was einfach reicht. Ne? Das ist übrigens eine Mod, ne? Also wer das auch nutzen möchte, das ist eine Mod, wo dann eben man eben alternative Lichter hat. Ich kann gerne mal eine Liste reinstellen von den Mods, die ich da so nutze. Dann habt ihr vielleicht da mal eine Inspiration, was ihr dann auch eventuell nutzen könnt oder auch nicht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne?
ist nur ein Vorschlag von mir. Gut. Sobald jetzt hier die Heizung angeschmissen werden, können wir dann auch eigentlich hier anfangen. Anzubauen, ne? Denn hier ist überall schön warm, so wie es sein soll. Guck mal, wir können sogar die eine können wir ausmachen, obwohl wir minus 14 Grad haben. Ja, sollte dann auch tatsächlich reichen. Ja, reicht auch. Aha. Okay, dich machen wir auch gleich aus. Und hier wird es jetzt schön warm, dann können wir da nämlich anbauen. Heilwurzel. Wunderbar. So, sobald es hier mal wärmer wird. Machen wir hier den Rest auch. Na, wir warten jetzt einfach. Wäre ja auch ein Wunder, wenn mal irgendwas, was ich mir vornehme für eine Folge, auch klappen würde. Ne? Wäre ja, also. Eigentlich wäre das ja. Eigentlich geht das ja gar nicht. Ne? So, jetzt machen wir aber noch eine Sache und werden wir noch machen. Wir machen hier noch eine Struktur. Nehmen auch hier wieder Marmor, weil wir sind ja hier innerhalb unseres eigenen Gebietes. So. Einmal ein bisschen oben hoch und dann hier rüber. Genau, dann einmal hier runter. Zack. Wenn man es also einmal hat, ne? Dann ist es. Nee, warte mal, das weg. Dann baust du hier eine Kopie hin und da eine Kopie hin und das hier bitte abreißen. So. Und es gibt übrigens auch eine Mod, die heißt Blueprint oder so. Da kann man dann eben die entsprechenden Formen, die man selber entwickelt, kopieren. Ich weiß gar nicht, habe ich die? Nee, ich habe die jetzt gar nicht genutzt. Also da kann man das eben alles kopieren und direkt rüberziehen und dann baut er das genau so, wie man es als Form vorgibt. Man muss da nicht sich Gedanken machen, was habe ich da noch für einen Boden gehabt und. Nee, es wird 1:1 alles übernommen. So, was haben wir denn hier? Aber es gibt ja, wenn man auf Steam ist, kann man sich ja das anschauen, da die ganzen Mods, die es gibt. Das ist ja. Ist ja schon unanständig viel. Ne? Also es sind so viele Mods, die es gibt. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. So, dann brauche ich wieder Strom. Ja, kann man hier schon mal hochbauen. Ah, guck mal, überall schnuckelige 20 Grad. Ganz wundervoll. So. So. Dann brauchen wir natürlich wieder Heizung. Ja. Warum ich die jetzt hier hochbaue, weiß ich nicht. Eigentlich nicht nötig, aber naja. Ich mach's einfach, weil ich's kann. Da. Ja. Wir könnten natürlich auch. Da müssen die nicht immer außen rum rennen. Hier. Und hier auch. Na, hier müssen wir nicht, aber hier können wir auch noch eine Tür reinsetzen. Ja. Wie viel Grad haben wir hier? Da haben wir 4 Grad. Und hier sind minus 11. Okay. Sehr schön. Ah, wir brauchen noch eins.
Unsere Lichter, unser Sunlight, das brauchen wir auch noch. So, zack. Und so. Und natürlich auch hier und hier. So. Wunderbar. Und der Ordnung halber mache ich die dann auch aus. Und hier bauen wir Kartoffeln an. Ja, das kann bleiben. Ne? Alles klar. Warum pennst du da? Hier sind doch, ist doch Unterkunft. Jetzt mal im Ernst, warum pennt der da? Oder sie? Und warum isst du nichts? Ich glaube, wir müssen jagen, kann das sein? Haben wir irgendwas Ungefährliches? Ja, Ratten, toll. Aurora. Hm. Guck mal hier. Ja, die jagen wir jetzt einfach mal. So. Das geht nicht, so ein Scheiß. Wer ist denn unser Jäger? So, Nicole soll auch ruhig haben gehen. Na? Na, geht doch. So. Okay, Leute. Also, ihr seht, ne? Hier wird also dann unser Gebiet, unsere Fressmeile sozusagen. Hier wird's Futter angebaut. Hier werden wir nach Möglichkeit alles dicht bauen. Ja, und da auch noch. Und hier machen wir noch eine Schießscharte rein. Aber das wäre geil, wenn wir das jetzt endlich fertig kriegen würden. Ich warte mal eben noch kurz ab. Machen wir auch schnell. Kommt, Leute, schnell. Bevor das Wasser wieder kommt. Naja. Es hätte ja funktioniert, beziehungsweise bevor das Eis wiederkommt. Gut, hätte ja klappen können. Ich sag erstmal bis hierhin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Na, also hier soll jetzt alles schön erstmal zugemacht werden, damit eventuelle Gefahren nur noch hier durchkommen können. Ich warte darauf, dass unsere Forschung endlich abgeschlossen wird, damit wir endlich die Grundlagen der Elektronik haben, damit dann
eine ganze Reihe von Technologien erforschen können, auf die ich jetzt einfach noch keinen Zugriff habe. Und dann sollte an für sich, hier haben wir jetzt Essen, da haben wir Kleidung, da haben wir Kaffee und hier haben wir etwas für die Heilung. Hier kommt nochmal zweimal Essen, dann sind wir eigentlich ganz gut versorgt, meine ich. Und ja, dann sollten wir an für sich uns auch um eventuelle Schwierigkeiten nicht mehr so viel Gedanken machen. Es sei denn, es kommt ein Tornado. Jetzt haben wir Glück gehabt, der hat sich aufgelöst. Hat er irgendwas getötet, was für uns interessant sein könnte? Nein. Okay. Gut, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao. Daumen nach oben wäre super. Abonnieren dürft ihr mich auch. Ach, ich lasse das jetzt weg zukünftig. Ich finde das albern. Ihr wisst, was Sache ist. Macht's gut. Tschüss, euer Alien. Ciao.